Moin Leute und willkommen zurück zu Pre-Sequel mit Schnocher und Fuba. So, wir sollen jetzt hier das Paket mit den Plakaten nehmen, was ich gerade getan habe. Na klar, das machen. Müssen wir hoch? Nee. Du kommst, glaube ich, auch hier unten raus. Ja, oben war doch bloß eine Scheibe, ne? Ich weiß ja, ob wir aus der Scheibe da auch rauskommen. Ach so, auch zu der Richtung. Nee, da kommst du nicht raus. Nee, ob man hier oben, wenn du jetzt hier bei uns hochhüpfst, ja, da ist eine siehst Scheibe, du da oben eine Scheibe. Das ja, meinte ich, ob man da rauskommt. Ab. Mein O2 geht runter. O2? Ja, okay. Mein O2. Mein OZ. Und wieder hoch. Ich glaube, hier sollten wir nicht lang. Wenn wir unten lang gehen, können aber wir. Ich will ja gucken wegen Zeichen, deswegen springe ich überall rum. Ja, das kannst du ja nochmal studieren, ob es wirklich Zeichen gibt. Studieren? Ich mach mein Bachelor. So, ich glaube, hier oben langlaufen ist. Bachelor auf Zeichen. Hä? Wir müssen auf die andere Seite. Verdammt, ich dachte, das wäre hier. Ja, ich dachte auch, wir können hier abkürzen. Was sind das hier? Ah. Das sind so eine Dinger zum Aufsnacken. Kriegt man eigentlich Schaden hier in der Lava? Das wollte ich nicht ausprobieren. Okay. Aber du bist doch der Roboter. Na und? Roboter, kannst du das nochmal ausprobieren? Kann man das hier auch kaputt schießen? Nee. Ich hatte gerade irgendein Zeichen, dass ich rutsche. So, wenn ich jetzt ducke. Ach so, der springt dann sofort runter. Ah, cool. Ich glaube, wir müssen links rum. Da kommen wir nicht hoch. Sieht ganz so aus. Lol, Alter. Okay, musst du aber ziemlich weit oben schon C drücken. Also ducken. Da kommen Gegner. Also, wieso muss dieser Deadlift sterben? Er ist irgendwie blöd, Mann. Okay. Ja, er hat auch meinen Moonzoom-Digi-Strutch-Schlüssel geklaut, mich hier sitzen lassen und wurde ausfallend, als ich ihm sagte, dass ich nicht auf Typen stehe. Aber hauptsächlich, weil er ein Blödmann ist. So. Und wie heilen mich die Dinger nicht, oder? Achso, das ist ja mein Schild, was runtergeht. Lol. Ich Idiot. Endlich sagst du das mal. Naja, ich habe ja auch den Idiotencharakter, von daher. Das passt alles. Hinter dir, Gegner. Gut, ich stampfe auf den rum. So, ich bin auch auf den einen Stamm. Maul ist lol. Lol, die kannst du alle mit dem Stampfen töten, ey. Ist das geil. er lebt noch hier. Renn ich jetzt? Hä? Renn ich jetzt? Ach, da unten. Warum hast du cool. Musik angemacht? Der Typ, der Kleine. Ja. Brandbot bist du oder was? Lol. Aber die bringt dir gerade nichts, oder? Nee. Rennst du mit deiner normalen rum oder was machst du jetzt? Die meine normale. Na, ob du in deinem normalen Claptrap dann nur trotzdem rumrennst? Ja, ja. Ich hab, so wie es aussah eben, habe ich vier verschiedene Fähigkeiten und das ist immer random, was kommt. Okay. Oh, hier. Du musst Elpis verlassen. Bald wird hier alles noch schlimmer. Ich will dich nicht töten, wenn es nicht sein muss. Gegner! Bitte, ganz wie du willst. Deadlift, scheinbar. Ja. Du musst die Kammerjäger töten, die auf dein Schiff wollen. Verpiss dich, Sarg. Ich lass mir doch von keiner Tussi was befehlen, die mich eingebuchtet hat. Genau. Sie sagten, deine Sprungpads sind dämlich. Ich werde sie vernichten! das sah eben so aus, als ob die Gegner auch. Also, dieser Höhenunterschied wird angezeigt bei denen auch. Aha. So, ich glaube, hier sind wir wieder falsch, kann das sein? Du kannst auch hier hochjumpen. Ja, ja. Und dann in die Lava rein, ne?
Kannst du machen. Oh, da, Waffenkiste. Vielleicht gibt's jetzt mal eine Laserwaffe. Gibt's nicht, wa? So, ich nehme. Du hast ja das gute MG genommen, ich nehme das schlechte. Meine ist ja sowieso besser im Ballern, also muss ich das ja irgendwo wieder ausgleichen. Warte, ich bin besser im Ballern? Hier rechts die Dinger kannst du mal aufmachen, ne? Diese Steindinger. Ja. So. Aber jetzt haben wir hier unten bestimmt viele Gegner. Da links sind noch welche, die brauchen wir zum Leveln. Was brauchen wir zum Leveln? Ja, die Gegner hier. Die müssen wir töten. Man muss diese armen Kreaturen stören. Genau. Null. Null. Die Kugeln kann man auch. Oh, ich hab recht. Mit dem Höhenunterschied wird wirklich dargestellt. Das ist geil. Wo wird der. Wo meinst du das mit den Höhenunterschieden? Auf der Minimap. Wenn ich springe, wird bei den Gegnern halt ein Pfeil nach unten gezeigt. Dafür, dass. Ach so, okay. Ach so. Das ist doch cool. Ja. Da ich. Auf die Minimap hatte ich so. Nur geguckt, wo die Gegner sind, aber. Nicht, ob die jetzt einen Höhenunterschied haben. So. Automat! Meine Muni ist bald alle. Was brauche ich denn? Ich habe eine Shotgun, oder? Ja. Ja. Nee, weil, ach, das andere ist denn da Laser-Dings, okay. Laser-Muni. Eduard Laser. Was denn jetzt? Du bist ja an das Feuer. So, weiter. Weiter. Ich will endlich eine Laserwaffe. Aber ich glaube, das dauert alles. Ich habe eine Laserwaffe in meiner Hose. Ja, du. Die sehen ja komisch aus. Finde jemanden, der den Empfang der Poster quittiert. Schließlich habe ich hier so eine Art respektabler Firma. Lol, was machst du? Das solltest du auch tun. Du hast Korrosionsschaden bei dir dran. Jetzt mal eine Fähigkeit benutzen sollen. Huch. So, meine Fähigkeit ist weg. Dann starten wir mal die Fähigkeit. Okay, schon wieder da, komm. Nur du kannst nicht schießen, oder? Jetzt sterbe ich ja auch gleich. Nochmal eine Granate. Hinter uns noch einer. Oh, ich bin down. Hä? Den hab ich doch gekillt, oder nicht? Scheinbar nicht. Ja, weil du den abgeschossen hast. Ich hätte den doch abknallen können. Hättest du, aber ich muss dich auch retten. Oh, leck mich. Oh, gut. Ach, hier ist einer. Kommen ja ganz schön viele hier. Ja. Ach, die stampfen auch, siehst du das? Hab ich noch nicht gesehen. Level up! Und eine neue Errungenschaft. So. Auf jeden Fall ist cool, dass dein Angriffsbot automatisch auf die Gegner sich noch sucht. Meiner? Ja, ja. Level up und Errungenschaft. Hast du auch bekommen, ja? Yes, Törtchen. Lol, ah, jetzt weiß ich, was du meinst mit ist das aus? Ja, ja, dass diese Deckel da wegfliegt. So, ich geh mal kurz hier in den Ding.
So, Skillpunkt. Und wo war doch hier was? Ich glaube, da belese ich mich erst im Internet, bevor ich was verteile. Was so am der beste Skill-Weg ist? Warum ist denn hier ein Gegner neben mir? Ich bin nicht so sicher, was das alles bewirkt, das verstehen ja nur so. Bei dir jetzt, ja. Kam ich noch nie so klar. Ich nehme erstmal hier maximales Schild und Hels. Das kann nie falsch sein. Ich denke mal, hier kann man ja eh irgendwann nochmal umskillen. Aber hier hat er schon wieder alles weggelootet. Was? Warum lässt du eigentlich die Waffen jetzt neuerdings hier alle liegen? Weil ich die nicht brauche. Ja, aber zum Verkaufen, meine ich. Das ist sowieso automatisch. Lol, da oben kann man jetzt nicht hoch, oder? Nein, ja. Jetzt falle ich runter. Was ist ja? Ja. Oh, ich falle jetzt komplett runter. Was ist denn hier jetzt falsch? Oh, 3 Jahre später. Irgendwo unten ist Gegner. Da. Hallo. Ja, hallo? Endlich. Kommst du irgendwann mal nach, oder? Ne, ich wollte hier eigentlich an die eine Seite nochmal gucken, ob es da was gibt. Oh, ich muss O2. Hab nur noch 23. O2. Du schießt auf mich, der Sack. Oh, das lädt ja auch so. Ein Zeichen. Bist du oben drauf, oder was? Yes. Wie komme ich denn hoch? Über die ganzen Dinger. Was zum Teufel machst du in Deadlifts Territorium, Kammerjäger? Hallo Scavenger, ich habe ein Paket für dich. Würdest wo ist das Zeichen? Ach, da ist einer. Wie bist du denn hier lang? Ach, hier oben. Ja, und wie bist du da jetzt weiter hochgekommen? Rechts. Wie rechts? Also von mir aus? Nein, von dir aus umdrehen und dann rechts. Über die Rakete hier, oder was? Achso, naja, das sah so aus, als wenn gerade dort ein Dings ist. Das Zeichen hast du jetzt nicht gesehen. Nee. In den Rillen. Was, in den Rillen? Hä? Wenn du hierher kommst, in den zwischen. Ach, da! Dazwischen. Lol. Jetzt bin ich runtergefallen. So, und das hier unser Dude, oder was? Ja. Und jetzt, schwer ab! Er hat das Paket? Cool! Jetzt pack ihn um! Der Typ ist ein Arschloch! Was denn? Ausgezeichnet! Lol. Jetzt musst du nur noch die Poster über das ganze Schiff verteilen. Deadlifts Männer werden zwar pausenlos versuchen, dich umzulegen, aber sollen sie ruhig. Wie, was? Richard. Da hab ich schon eins. Nee, doch nicht. Ich hab die schon aufgesammelt, habe ich die. Ach, aufgesammelt, okay. Kirofras. Lol, Hauptsache, das Gold fliegt sonst wie weit weg. Vor allen Dingen das Gold schon wieder. Ja, das ist Gold. Gold auf Papier. Majestätisch. Ein Poster hängt. Weiter so. Meine Kunden bekommen, wofür sie bezahlen. Selbst wenn du ihnen dabei das Brustbein mit Kugeln durchsieben musst. Oh, der Badass-Typ hier, der kann gut ab, ey. Dafür ist er ein Badass. Ein Bettnesser. Ja, kann man verkaufen. Bald wieder keine Muni. So, Foto klebt. Aber geil finde ich natürlich, dass sie auch hier immer hüpfen, ne? Greift er die an? Der greift die an. Geil. Die Fähigkeiten manchmal ein bisschen besser. Die Frage ist nur, wie viel Damage die macht, ne? Aber. Da hast du gesehen. Ich glaube, Feuerschaden, ne? Ja. So, und wo sollen wir jetzt hoch? Was, da oben an die Seite. Da kommen schon wieder Gegner. Ich treffe überhaupt nicht.
so. Und wo ist noch ein Gegner? Da. Wenn ich das nicht so zeigen kann, liegt es daran, dass ich monatelang allein in der Wildnis zugebracht habe. Und wie müssen wir jetzt hier hochkommen? Das ist mir schon klar. Das ist eine gute Idee. Aber hier rutscht du wieder runter. Du kommst nicht hoch. Gelandet. Vielleicht geht es von hier aus. Das sind immer so eine komischen Kanten im Weg. Scheiße. Man kann ja relativ weit springen. Ja, weit. Nee, das ist zu dumm. Dann probieren wir es einfach mal über so eine kleine Erhöhung. Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt hier immer rumlaufen oder was? Aber du hast doch nichts, wo du jetzt rüberspringen kannst oder so. Ja, wie kommen wir denn da oben auf diesen Vorsatz da und so? Und wo ist überhaupt jetzt das andere Ding? Hier. Wo war das? Kurz auf die Minimap gucken. Kann man hier irgendwie rum? Nee. Kannst du auf mich drauf hüpfen eigentlich? Nee, da jump ich also rutschig runter. Ob man von diesem genau, wo du jetzt drauf bist, das wird auch zu weit, das klappt nicht. So, ich brauch Sauerstoff. Na super, dass du das kaputt schießt. Ich hab grad... Oder ist hier irgendwo so eine Platte, mit der man hochspringen kann? Weiß ich nicht. Der kann da nicht weiter hüpfen, da ist eine Wand. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, wie viele Zeichen da versteckt sein sollen eigentlich. Das habe ich auch nicht gesehen. Bin ja auch viel zu schwer. Lass sie irgendwie runterschießen. Du sollst ein Plakat anhängen, was willst du denn da runterschießen? Oder kann man eventuell über diese Seile jetzt auch grinden oder sowas? Nee, du kommst ja nicht ran. Ups. Ja, hier, ich hänge ja da an der Ecke, aber ich komme nicht weiter hoch. Cool. Was denn das jetzt? Der gibt dir, glaube ich, Munition, normalerweise. Okay, aber mir nicht. Nee. Nee. Ich glaube, der schießt einfach nur. Ja. Also, von da oben über auf den Berg zu hüpfen, das klappt nicht. Da war, glaube ich, eine unsichtbare Mauer. Hä, wie soll das gehen, verdammte Scheiße? Da war eine unsichtbare Mauer. Die Mauer muss weg. Man kann gleiten. Lol. Wie man kann gleiten? Wenn du im Sprung, am besten so mit schnell laufen, springen. Ja. Und dann nochmal Leertaste. Also die Sprungtaste. Und dann hast du... Oh, verdammt. Ach so. Ja. Nein. Okay.
Das haben sie uns aber nicht gesagt, oder? Bist du nicht. Wie bist du denn hier hochgekommen? Aber wieso falle ich denn hier immer durch? Nee, ich bin links da hochgelaufen. Ich komme und ich fahr runter. Leute, jetzt häng, ich hing hier gerade in der Ecke. Ich bin da. Ja, du hättest hier in die Ecke hüpfen können. Das ist das Dachs und dann kannst du wieder hüpfen. Ausrufezeichen ist nicht hier, ne? Ne, ich glaube nicht. Nee. Folgenpause. Folgenpause die nach diesem Stress. Was? Solltest du dich bei der Sauerplattstoff. Ja. Hier vorne waren noch zwei Schränke, die müssen wir schnell aufmachen. So. Hier ist ja so ein Sauerstoffding. Genau. Jung. Gut. Dann war's das wieder für heute. Spitze, bedanke mich. Tschüss. Tschüss.